Jo, was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Jo, im Hintergrund seht ihr ein richtig altes Public-Verhör-Match. Moment, ich guck kurz. Das Match ist vom 30. September 2014. Also das ist über anderthalb Jahre her. Und wie ihr seht, spiele ich mit dem halbautomatischen mit Zielfernrohr. Ja. Ich habe damals richtig oft damit gespielt, so. Und es ist auf jeden Fall ein 40-0. Aber ihr werdet merken, so, ich werde oft mit Revolver spielen. Only das liegt irgendwie daran, das war, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Das war eigentlich richtig dumm. Ich habe Halbauto und Revolver gespielt. Aber ich habe Plünderer 2 drin, ne? Und hier sieht man das schon. Ich kriege die ganze Zeit irgendwie Revolver-Money. Und ich glaube, irgendwie am Ende spiele ich fast nur noch mit Revolver. Weil man, ich, also wegen dem ganzen Spawn-Trappen und so, habe ich gar keine Zeit mehr fast, um dann noch irgendwie Muni zu kaufen oder zu Box zu gehen oder sowas. Deswegen spiele ich dann größtenteils Revolver. War eigentlich richtig dumm, dass ich das so gemacht habe. Hätte ich auch irgendwie direkt von Anfang an anders spielen können. Naja, auf jeden Fall spiele ich mit, also das Halbauto ist schallgedämpft und Revolver und Scharfschütze spiele ich, glaube ich, auch. Und halt Plünderer 3, glaube ich. Ja, müsste eigentlich 3 sein. Ich habe damals immer 3 gespielt. Kann aber auch 2 sein. Ich weiß gar nicht, ob das mit den Punkten herkommt. Warte, 5, 4... Ne, ist Plünderer 2. Anders geht's nicht. Sonst kommt das mit den Punkten gar nicht hin. Ja, auf jeden Fall 40-0. Also ich weiß gar nicht. Gibt's überhaupt jemanden, der mal mit Halbauto so viele... mit Zielfernrohr so viele Kills gemacht hat? Das ist... Keine Ahnung. Das fällt mir eigentlich gerade erst auf. Ihr seht da, ich bin Level 39. Das war kurz nachdem The Last of Us für die PS4 kam. Und ja, mit Zielfernrohr über... Ja, genau, 40 Kills. Das ist eigentlich richtig krank. Ich habe echt keine Ahnung, wie so eine Kacke überhaupt zustande kommt. Gab es überhaupt schon mal jemanden, der mit der 40-0 hatte? Also wirklich mit 0 Toten oder so? Habe ich irgendwie noch nie gesehen. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja hier irgendwie ein Weltrekord oder so. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendein Rekord mit Zielfernrohr. So. Aber hier bin ich übrigens zurückgegangen, damit der Tresor da hinten spawnt. Nicht, dass ihr denkt, was ist das für ein Spaß, der rennt irgendwo lang. Ja, auf jeden Fall anderthalb Jahre her, das, ich weiß nicht, ich habe irgendwie von damals so das Gefühl, dass ich halt richtig der Bob war. War ich auch. Also, das, was ihr jetzt hier seht, so, ich spiele nicht schlecht, sagen wir mal so, und mache auch viele Kills, gebe auch zwischendurch Headshots und so, aber das ist halt public. Also, wenn das jetzt FN wäre, da würde man krasse Unterschiede zu heute sehen. Aber ich finde das irgendwie nice, dass ich vor anderthalb Jahren irgendwie schon so Scores gerissen habe. Guckt euch jetzt mal den Gegner an. Nice, Mann. Ja, wie gesagt, ich habe noch so mehrere alte Gameplays auf der Festplatte. Unter anderem das letzte Video, was ihr gesehen habt, dann dieses hier und dann noch ein paar andere. Werde ich alle mal so mit der Zeit hochladen. Jetzt nicht alle hintereinander. Jetzt die nächsten Videos werden dann erstmal wieder FN oder irgendwas anderes sein oder so. Ich will jetzt nicht direkt nur noch Public-Videos hochladen und dann nicht alle nacheinander so. Ja, aber auf jeden Fall habe ich damals schon Halbauto-Revolver geliebt, Mann. Beste Kombi. Und ja, mit wem habe ich da überhaupt gespielt? Hier mit Showdown-Fuzzi, Camper-Fuzzi und Allround-Fuzzi. Jetzt die Situation auch richtig Glück. Das war damals genauso, September 2014. Das war so, hier war ich völlig überfordert. 4 Gegner, ich bin One-Shot, habe noch kaum Muni. Aber irgendwie wollte ich alle killen, um halt viele Kills zu machen. So. Auf jeden Fall war das so die Zeit, wo ich gerade so Allround kennengelernt habe. Wo das alles so langsam in die Gänge gekommen ist, sag ich mal, da. Das war ja kurz nach Release für die PS4 und irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wieso Allround und ich auf einmal da angefangen haben zusammenzuspielen. Auf einmal war das irgendwie so. Und dann kam das da ganz zum Ende des Jahres 2014, dass wir dann halt, sag ich mal, angefangen haben, competitive zu spielen. Das hier waren halt so die Anfänge. Also kann sein, dass das... Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber kann sein, dass das hier wirklich der erste Tag war, wo ich mit Allround gespielt habe. Ich bin mir nicht sicher. Es kann aber sehr gut sein. Ich weiß damals, ich wollte den Verhörweltrekord knacken. Das waren damals 51 Kills, war der Weltrekord. Und ich habe den dann mit 52 geknackt. Wurde heute wieder eingestellt, aber... Also das war das letzte Video, was ihr gesehen habt. Das war damals der Weltrekord. Heute ist er es nicht mehr. Wurde von Eros, glaube ich, geknackt, aber... damals war er es. Und das war halt mein Ziel. Und das hier war, glaube ich, das erste Video, wo ich halt wirklich so dann... hier gespawntrapped habe und so. Man sieht auch, ich vertue mich richtig oft mit den Spawns, weil das verwirrt mich immer voll. Das hat mich bis zum Ende hin verwirrt, auf welcher Seite die jetzt spawnen. Und ich kann mich daran erinnern, dass dieses Video hier das erste Video war, wo ich, sag ich mal, auf den Weltrekord gegangen bin.
Das weiß ich nämlich noch. Da habe ich dann so mit denen gespielt hier mit den Leuten und dann dachte ich mir so, okay, willst du den Weltrekord knacken, dann jetzt hast du die Möglichkeit dazu, der Tresor ist auf der richtigen Seite, dies, das. Jetzt guckst du mal so, ob du das hinkriegst mit den Spawns oder so. Und das war gar nicht beabsichtigt, dass ich da jetzt irgendwie 40 zu 0 mache oder so. Das war mehr oder weniger Zufall. Und ich kann mich daran erinnern, das erste Video war, wo ich auf den Weltrekord gegangen bin. Und ich glaube, das ist auch dann eins der ersten Videos mit Allround zusammen. Peace, Bro, was geht? Ja, damals übrigens die Spawns, Alter, die waren so Hammer. Guckt euch einfach mal. In dem Video sieht man das jetzt nicht so ganz so doll wie im letzten Video, wo ich 52 Kills hatte, aber achtet einfach mal so in den letzten beiden Videos, also dieses hier und das letzte, so auf die Spawns. Das ist krank. Man kann sich einfach zielend mit einem Molotow in den Spawn stellen. Und wenn die, genau dann, wenn die Gegner spawnen, kannst du Molotow werfen und killst alle vier damit. Ja. Das ging damals noch, falls ihr das irgendwie nachmachen wollt oder so, es funktioniert nicht mehr. Also, es geht einfach nicht mehr. Die Spawns wurden mal gepatcht bei Verhör. Nicht auf jeder Map, aber bei vielen Maps wurden die Spawns gepatcht. Zum Beispiel halt auch auf Kontrollpunkt, damit man nicht genau das, was ich machen kann. Und zwar auf den Spawn zielen und einfach abdrücken, wenn die spawnen. Weil die haben noch irgendwie kurz Blackscreen und du schießt die schon ab. Lol. Ja. 40-0. Ich feiere das auf jeden Fall, vor allem weil es so alt ist. Aber das war dumm, dass ich eine Bombe hier in den Spawn gelegt habe, weil dann spawnen die da, glaube ich, nicht mehr. Ich hatte da, ich weiß nicht, es ist, wenn ich mir die Videos angucke, dieses und das letzte, das sieht irgendwie so einfach aus, die Gegner zu spawntrappen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das heute noch ginge, dann würde ich, ja nicht locker, aber dann würde ich auf jeden Fall früher oder später ein 80 zu 0 machen oder so. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich vertue mich so. Im letzten Video hat man auch gesehen, wo ich 52 Kills hatte. Ich sterbe dreimal. Vertue mich richtig oft mit den Spawns. Mache richtig dumme Sachen. Und heute spiele ich natürlich generell besser vom Aim her. Dies, das und so. Aber guck mal jetzt. Ich denke jetzt irgendwie, dass die vor mir spawnen. Okay, so geht's noch klar, weil ich den abfangen kann. Aber irgendwie habe ich mich da viel zu oft vertan immer. Ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade so dabei, also Speedruns mache ich ja schon die ganze Zeit so, aber ich bin jetzt gerade dabei, den Weltrekord zu knacken. Also versuche ich so. Ja, also den Weltrekord auf einfach, neues Spiel plus Any Percent, ja genau, das wollte ich sagen, mir hat das Wort gefehlt. Any Percent heißt einfach irgendein Prozent, also einfach vom Startbildschirm des Spiels bis zum Endbildschirm. Also bis zu den, wie heißt das? Oh mein Gott, bin ich dumm, Alter. Bis zu der Sequenz, wo am Ende die ganzen Namen von den Spieleentwicklern kommen. Genau, bis zum Abspann. Also bei Any Percent ist einfach das Ziel, so schnell wie möglich vom Anfangsbildschirm bis zum Abspann zu kommen. Und da ist auch kackegal wie, man darf halt nur nicht cheaten, sag ich mal. Also du kannst dich, wenn du es kannst, kannst du dich durch jede Wand glitschen, alles, da ist alles erlaubt. Hauptsache so schnell wie möglich zum Endbildschirm. Das versuche ich halt bei Neues Spiel Plus auf einfach, also bei der einfachsten Schwierigkeitsgrad. Heißt also, der Weltrekord dort ist die schnellste Zeit, die es jemals in diesem Spiel gab. Also 2 Stunden 46 Minuten ist da der Weltrekord und den versuche ich gerade zu knacken. Ich hatte letztens 7 Stunden hintereinander nur Speedruns gemacht. 9 verschiedene Speedruns immer irgendwann abgebrochen, weil das ist sehr schwierig dort mit den Glitches. Es gibt 4, 5 Glitches in The Last of Us im Singleplayer, die helfen, um schneller zu sein. Davon sind 3 aber richtige Skips, also Skips nennt man die Glitches, womit man wirklich Sequenzen überspringt. Also wenn ich mich jetzt irgendwo in eine Wand glitche und dann im nächsten Kapitel irgendwo rauskomme, dann nennt man das Skip, weil man damit was skippt halt. Hier übrigens, guck mal jetzt. Ohne Spaß, ne? Ich weiß nicht, wieso ich da Camper wiederbelebt habe statt Allround. Würde ich heute niemals mehr machen. No homo. Ja, hier sieht man auch, dass ich fast nur noch mit Revolver spiele. Auf jeden Fall versuche ich da jetzt gerade so einen Weltrekord zu knacken. Ist mein Ziel, bis Uncharted 4 den Rekord zu haben. Das wird ziemlich schwierig. Ich habe schon bis jetzt ziemlich viele Versuche gebraucht und abgebrochen. Ja, ansonsten übe ich gerade noch ein bisschen so Kingdom Hearts. Oh, ich spiele ja doch wieder Plünderer 3. Spiele ich doch keinen Scharfschütze? Ich weiß nicht, ich dachte jetzt, dass ich Scharfschütze spiele, weil ich im anderen Video. Ah, nee, warte mal, das hier war ja vor dem Video, wo ich 52 Kills hatte. Dann kann sein, dass ich hier doch kein Scharfschütze spiele. Ich weiß es aber echt nicht mehr. Ich habe damals komisch gespielt. Ich habe erst Ende 2014 gemerkt, sag ich mal, dass Scharfschütze ein guter Booster ist. Ich habe wirklich
anderthalb Jahre ohne Scharfschütze gespielt, mit jeder Waffe. Doch nur mit Sniper habe ich damals Scharfschütze gespielt. Das ist halt so das Typische, was man denkt, wenn man mit The Last of Us anfängt. Scharfschütze, Scharfschützengewehr, Scharfschütze mit Sniper. Andere Waffe? Nein. Richtig dumm. Statt sich das einfach mal durchzulesen und überlegen, und zu überlegen, ob das Sinn macht. Aber ja, auf jeden Fall übe ich gerade noch so Kingdom Hearts Speedruns und so. Und wir haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger FN gespielt, einfach weil wir ja auch im Team ein bisschen weniger geworden sind. Wir sind vier aktive Leute, sage ich mal. Aber weil ich jetzt gerade zum Beispiel auch, ich habe jetzt in den letzten 2, 3 Wochen 3 Vorabi-Klausuren gehabt. Deswegen war ich jetzt auch nicht immer da. Und ja, Dennis hat auch, macht auch gerade Abi oder so. Deswegen spielen wir gerade ein bisschen weniger FN, aber jetzt demnächst oder in die Tage werden wir wieder viel FN spielen. Ich habe auch wieder richtig Bock, dann immer FN ballern, Speedrun ballern, chillen und so. Und ja, früher da habe ich, also zu der Zeit, wo das Video hier war, da haben wir ja noch kein Competitive gespielt, also kein FN. Und da wollte ich halt so, das war halt nur Public hier, das hier war halt, sag ich mal, man hat halt immer das gemacht, was ich hier gerade mache. Und deswegen wollte ich halt auch damals den Rekord knacken mit vielen Kills und so. Ich will's ehrlich gesagt nochmal versuchen, vor allem wenn ich die Videos hier sehe, habe ich richtig Bock drauf. Ich werde das nochmal versuchen, wenn die Competitive-Zeit vorbei ist, sag ich mal. Also wenn The Last of Us noch, also etwas älter ist als jetzt, wenn es weniger spielen, wenn Competitive nicht mehr so aktiv ist oder so, dann werde ich nochmal auf den Verhör-Weltrekord gehen. Ich glaube, die beste Map ist High School dafür. Da muss ich mir dann aber echt 3 Leute suchen, die das dann mit mir durchziehen und mir helfen. Mein Ziel ist es eigentlich wirklich mal so ein 70 plus zu machen. 70 plus ist, das wäre nice. Das nehme ich mir auf jeden Fall auch als Ziel. Vielleicht sogar, ja doch, für 2016 nehme ich mir mal als Ziel 70 plus ein Verhör mit Halbauto, aber nicht mit Zielfernrohr. Ich spiele heute nicht mehr so gerne mit Zielfernrohr. Ich habe es letztens nochmal getestet, aber das ist jetzt nicht so unbedingt meins, ne? Vielleicht habe ich auch damals damit gespielt, weil es relativ neu war. Ich habe keine Ahnung. Aber hier seht ihr, man kann einfach. Man konnte früher einfach auf den Spawn zielen, die sind da gespawnt. Und ihr müsst überlegen, wenn die gerade erst bei mir da stehen, dann ist bei denen noch der Blackscreen da. Die können sich noch gar nicht bewegen. Und ich meine, wenn du mit letzten Upgrade 3 schnelle Schüsse machst, dann sind die tot, bevor die laufen können. So, ich denke mal, dass ich das eigentlich gut hinkriegen würde, so. 60, 70 Kills. Es gibt, glaube ich, nur ein Problem. Die Gegner würden heutzutage quitten. Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Das, also. Boah, wie Allround von der Shotgun weggefetzt wurde, Junge Hammer. Fliegt der 5 Meter nach hinten. Richtig oldschool das Video. Ballert auf jeden Fall. Ja, ansonsten so. Ich habe noch sehr, sehr viele FN-Gameplays. Die werden auch alle noch mit der Zeit hochgeladen. Auch wenn jetzt von heute auf morgen kein FN mehr gespielt werden würde, dann würde ich trotzdem noch 50 Gameplays mindestens haben, die ich hochladen könnte von FN. Also ich werde das so machen, dass solange FN aktiv gespielt wird und solange ich noch Gameplays von FN habe, wird FN auch noch hochgeladen. Und vielleicht mal so wie jetzt ab und zu ein bisschen zwischendurch Public oder so. Und dann irgendwann, wenn FN nicht mehr so gespielt wird, wegen, was weiß ich, Uncharted 4, irgendwas halt. Dann werde ich halt meine restlichen Public Gameplays hochladen. Vielleicht auch, also dann auch vielleicht Public Live Commentaries machen oder irgendwelche Public Serien oder so. Werde ich mir irgendwas einfallen lassen dann. Da habe ich auch Bock drauf, aber ich will das halt jetzt noch, sage ich mal, ausnutzen, dass FN noch gespielt wird. Und ja. So viel dazu eigentlich. Das Match endet jetzt hier gleich auch eigentlich. Mir fällt aber eigentlich echt auf, ich habe wirklich sehr, sehr viel Revolver gespielt. Was eigentlich schade ist. Also da muss ich mir, wenn ich auf den Weltrekord gehe, irgendeine andere Strategie überlegen. Weil. Ja, oder man macht wirklich Revolver-Only von Anfang an. Dass man sich einfach Plünderer 3 reinpackt. Gar nicht diese hier die 4 Punkte mit Schalldämpfer auch noch verschwendet. Da macht man Scharfschütze, Plünderer. Ich weiß nicht, und die anderen 3 Teammates machen einfach, ja, was machen die rein? Wiederbeleber, Handwerker. Boah, Handwerker. Ja, ich weiß nicht, muss mal halt gucken. Und dann. Ja, mal gucken, ob ich es irgendwann schaffe. Bin ich mal gespannt, ich denke schon. Weil. Ich weiß nicht, irgendwie denke ich, dass 70, 80 plus auf jeden Fall drin ist. Jo.
Allround muss natürlich nochmal sterben. Jo, so, das war's mit der Runde auf jeden Fall. Fresh. Spawn-Trappe vom Feinsten. Spawn-Trappen vom Feinsten. So. Und jetzt seht ihr hier noch das Ergebnis. Ja. 40 zu 0. Die Gegner, würde ich mal sagen, never positive again. Und ja, und das war's damit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.